Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und hier mit einem neuen Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit einer neuen Karte, 4 Updates und 17 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Sandro für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, das hilft dem Kanal enorm weiter. Wir fangen an, natürlich wie immer, mit der Kartenvorstellung, also die Karte, die heute herausgekommen ist. Und zwar heißt diese Karte Frühling, kommt von K77E, Downloadgröße 78,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wenn wir uns in die Karte einloggen, kommen wir hier genau am Eingangstor zu dieser Farm heraus. Hier haben wir natürlich noch die Mr. Bauer Flagge hier stehen und ansonsten ist das erstmal unser Hof. Wir starten erstmal heute mit dem Hofgrundgang, weil wir schon hier stehen. Wir haben einiges an Hallen hier stehen. Wir haben auch einiges an sehr schönen Objekten, also Baugebäuden hier stehen. Also sehr schön ausgearbeitet auch. Also wir kommen gleich darauf zurück. Hier haben wir 2, 3 Frontlader-Werkzeuge und dann haben wir hier eine weitere Halle mit einem Wender. Wir haben ein Seitenwehwerk, wir haben einen Ladewagen. Dann können wir hier mal hochgehen, gucken wir, was wir da oben noch haben. Also hier oben haben wir ein Dachgeschoss, da kann man auch noch gewisse Sachen hier lagern. Hier ist noch der Beweis, dass hier wahrscheinlich ein sehr trauriger Spieler, Schachspieler aufgestanden ist, als er gemerkt hat, dass es nicht mehr weitergeht. Alles klar, das ist auf jeden Fall hier auf dieser Karte schon verbaut. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier eben, wie gesagt, das Farmhaus an sich mit dem natürlich Schlaftrigger und natürlich dem Umkleiderkabine, also der Umkleider. Trigger. Dann haben wir hier eine Sämaschine stehen. Wir haben hier eine Düngerstreuer stehen. Wir haben hier einen unserer Traktoren stehen. Das ist ein Steyr in 8150 mit dem Frontgewicht, das schon dran hängt. Des Weiteren haben wir hier den Kuhstall-Trigger. Und wir haben schon 10 Kühe, wenn wir hier anfangen. Die Kühe sind also schon hier mit dabei. Die habe ich nicht für diesen Spielstand gekauft, sondern die sind dabei. Ein schönes Tor, das sich auch aufmacht hier. Dann haben wir hier einen Tiefenlockerer stehen. Wir haben hier einen Ballenwagen hier stehen oder einen Pritschenwagen. Des Weiteren haben wir hier das Innere des Kuhstalls. Das heißt also, hier kann dann gefüttert oder gestroht werden. Ich habe es getestet, hier passen sowohl Strohballen wie auch Heuballen rein. Also hier könnt ihr Ballen verwenden, um die Tiere zu füttern und natürlich auch die Bebettung zu geben. Des Weiteren haben wir hier das Silo, das heißt hier abladen und aufladen. Das ist also hier unser Silo. Dahinter dem Silo haben wir auch noch eine kleine Halle stehen. Da haben wir einen Wender, einen Schwader dabei. Das ist dann der Schwader, den wir mitbekommen. Des Weiteren gehen wir erstmal hier rum, haben wir hier ein Hühnergehege stehen, ein ja, schönes Gehege hier, hat Platz für 200 Hühner, also ist eine gemoddete Version, braucht auch kein Wasser, zumindest sehe ich hier keinen Wassertrigger, das heißt definitiv die Hühner kann man hier kaufen, hier kommt das Futter hin, das war es dann schon. Dann haben wir hier noch einen Unterstand, da haben wir dann einen Tank. Wagen hier stehen, damit man eventuell Wasser holen kann, falls notwendig. Des Weiteren haben wir hier einen Strohstreuer, also einen Ballenschneider, einen Ballenschredder hier stehen. Wir haben hier einen Massey Ferguson hier stehen, den 4710er mit einem Frontlader von Quickie und der Grober und dem Grober natürlich, der auch schon hier angehängt ist. Des Weiteren haben wir gleich daneben, hier haben wir 2 Welker Anhänger, das sind also 2 an der Zahl, die sind zusammengehängt. Des Weiteren haben wir in der großen Halle den Deutz Fahr Topliner Drescher stehen, also sehr Standard hier in diesem Falle hier. Zudem haben wir hier auch eine Produktionsstätte stehen, da kommen wir gleich mal zurück darauf.
Hier haben wir ein Güllefass hier stehen, einen Misthaufen, der hier ist. Gehen wir hier lang, dann sehen wir hier, dass wir hier noch ein kleines Gehege haben und hier können zwar Pferde untergebracht werden. Eines ist drin, der Name des Pferdes ist Hope. Das ist ein sehr schönes Exemplar, hervorragend. So, das ist mal soweit erstmal zu dem Hofrundgang. Wir gehen noch mal zurück zu diesem Produktionssilo, damit wir uns das auch mal im Detail noch ansehen. Dies ist das hessische Fermentersilo. Das kann beladen werden mit Gras, Heu, Häckselgut und Stroh. Und aus all den vier Elementen macht es Silage. Also ja, ziemlich eine einfache Art Silage zu bekommen. Also entweder Gras, Heu, Häckselgut und oder Stroh. Das ist egal, was da eingefüllt wird. Es gibt einfach verschiedene Silagearten. Am Ende ist es Silage. Kann man sehr gut schnell mal Geld verdienen. Gut, damit die Karte funktioniert, ist eine zusätzliche Mod vonnöten. Und zwar ist dies die hessische Farm oder der hessische Hof, das hessische Farm Pack. Und das ist das, was hier auch gleich mit verbaut worden ist. Dieses hessische Hof kommt von Bernie MW. Downloadgröße 16,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier die Gebäude, die wir soeben gesehen haben, das sind die, die hier auf diese Karte verbaut worden sind. Wir machen kurz den Überflug über die Karte. Also ihr könnt sehen, es ist eine kleine Karte, also es wirkt ziemlich klein. Es ist eine Standardkarte, hat aber hier drüben eine große Seefläche, also Wasserfläche, die nicht genutzt werden kann. Also ist nicht sehr, sehr groß, aber auf jeden Fall ist die Karte gemacht für die kleine bis maximal mittlere Landwirtschaft. Ich würde hier definitiv nicht größer gehen als wirklich einen mittelgroßen Traktor. Die Felder sind irgendwie sehr schön in die Natur eingebunden hier und in die Umgebung. Rundherum ist natürlich sehr, sehr viel Forst möglich. Also man sieht, es gibt nicht sehr viele Felder. Es gibt auch eine schöne und anständige Fläche an Wald, die natürlich dann genutzt werden kann. Wir schauen mal kurz die Karte an sich an. Also wenn wir diese hier so sehen, ist es hier diese große Fläche an Wasser, die nicht nutzbar ist. Des Weiteren sehen wir hier, dass die Felder wirklich alle mehr oder weniger gleich groß sind. Es gibt da wahrscheinlich nicht so riesengroße Schwankungen. Wir haben mal zum Beispiel das Feld 1 mit 0,4 Hektaren. Dann haben wir hier dieses Feld, unnummerierte Feld hier mit 0,3 Hektaren. Standardmäßig wird der Spielstand gestartet mit dem Feld Nummer 12 und diesem Feld hier und diesem Feld hier plus natürlich dem Hof. Hier unten dieses Feld ist gebunden an den Haupthof und die 14, die kann separat dann verkauft werden. Wir schauen uns kurz den Aussaatkalender an. Der scheint mir sehr Standard zu sein. Da wurde nichts dran geändert. Dann schauen wir uns mal kurz die Produktionen an, die auf der Karte verbaut sind. Also verbaut sind die Schneiderei, die Bäckerei. Dann haben wir hier die Biogasanlage. Dann haben wir die Spinnerei, die Molkerei, die Getreidemühle, die Traubenverarbeitung, die Müslifabrik. Dann haben wir hier das hessische Fermentersilo. Das Teil ist von diesem hessischen Hof von Bernie MW. Da sind drei Objekte, die dazu gehören. Zum einen der Kuhstall, den wir gesehen haben. Des Weiteren haben wir ein großes Gewächshaus, das verbaut worden ist. Die Zuckerfabrik, die Schreinerei, die Ölmühle und natürlich noch die Mühle an sich. Also es sind einige Produktionsstätten aufgebaut oder erbaut in dieser Karte. Wir schauen uns nochmal an, was denn die Ladestationen sind, die wir haben. Wir haben einmal einen Wasserholpunkt, einen Misthaufen. Wir haben einen Verkaufspunkt für Kalk, Saatgut und Dünger. Des Weiteren haben wir bei den Abladestationen, den Verkaufspunkten, haben wir den Bauernmarkt, den Supermarkt. Dann haben wir das historische Multifruchtsilo mit Unterstand.
Wir haben ein Restaurant, das verbaut worden ist. Des Weiteren ist ein weiterer Verkaufspunkt das Biogasmassekraftwerk. Und zu guter Letzt noch den Viehhandel. Das sind also diese Produktionen, die auf der Karte standardmäßig verbaut sind. Schauen wir uns kurz den Verkaufskatalog an. Also wir haben für die Standardfruchtarten oder angebauten Arten haben wir überall Verkaufspunkte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Des Weiteren können die Tierprodukte verkauft werden. Einmal die Eier, die Wolle, die Milch. Hackschnitzel hat auch ebenfalls seinen Käufer. So, dann haben wir Gras, Heu und Stroh. Da haben wir verschiedenste Varianten. Des Weiteren können wir uns ansehen, ob die Produkte aus den Produktionsstätten verkauft werden können, wie zum Beispiel Brot. Das sieht gut aus, der Kuchen auch. Dann aus der Schneiderin kann der Stoff natürlich weiterverkauft werden. Also aus der Käserei haben wir natürlich auch Käse, der verkauft werden kann. Also wir sehen, bis anhin ist es möglich, alle Produkte sowohl aus dem Feldertrag wie auch aus den Produktionen verkaufen zu können. Dann geht es weiter hier, die Biogasanlage nimmt Mist und Gülle an. Natürlich kann da nichts gekauft oder verkauft werden. Es gibt eine Kaufstelle für Kalk, Saatgut und Dünger. Des Weiteren werde ich jetzt gleich sehen. Nee, also doch, der Gesteinbrecher ist installiert. Das heißt also ein super gutes Ergebnis an dieser Wertung hier, weil definitiv alle Produkte, die entweder hergestellt oder geerntet werden können, können verkauft werden. Ja, das ist also dieser Hof. Sieht sehr, sehr schön aus, sehr stimmig gemacht. Gibt eine einheitliche Stimmung hier. Die Karte ist in Ordnung, nicht super groß, wie schon gesagt. Sind mittlere bis kleinere Felder und daher würde ich einfach sagen, ja, viel Spaß damit. Ich mache weiter mit den Updates, die heute herausgekommen sind. Und zwar ist das erste Update für die echte Schmutzfarbe-Mod. Und zwar kommt dieses von Viper GTS 96, Downloadgröße 46 KB, in der Version jetzt von 1.0.1.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier sagt, behoben README-Text-Dateien verhindern die Verwendung von Mods auf Dedicated Servern. Das wurde also behoben. Das nächste Update kommt für die Mod Felder Pachten von KR Softwares, Downloadgröße 26 KB in der Version 1.1.0.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier sagt, dass ein Bug bei großen Bildschirmen behoben worden sei. Dann kommen wir zum ersten von zwei Karten-Updates, und zwar dies hier für die Baumap. Die kommt von The Lord, Downloadgröße 47,73 MB, jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, neue Deko-Objekte hinzugefügt, Biogasanlage hinzugefügt, Sägewerk hinzugefügt, Wald hinzugefügt, Wege hinzugefügt, Lampen hinzugefügt, Hühnerstall, Dieseltank und Gewächshaus hinzugefügt. Felder können nun im Landschaftstool bemalt werden und es wird ein neuer Spielstand benötigt. Also hier kann man nicht einfach weitermachen, muss man neu anfangen. Das zweite der zwei Karten-Updates ist für die Neubartelshagen von ACVR, Downloadgröße 154,27 MB in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier ist so umfangreich, dass ich empfehlen würde, dass ihr hier das Video stoppt, um diese einzelnen Punkte nachlesen zu können. Denn es ginge definitiv zu weit, hier Schritt für Schritt durch alle diese Punkte hindurch zu gehen. Also Video stoppen und in Ruhe durchlesen. Wir kommen zu der ersten der neuen Mods. Und zwar haben wir hier den John Deere 1110, 1210 und 1510G. Kommt von Woodcraft Modding. Downloadgröße 27,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt diese Forstmaschine mit einer standardmäßigen Leistung von 197 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 167 Litern, 23 Litern DEF, 23 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit bei einem Gewicht von 20,3 Tonnen und dem Preis von 339.000 Euro. Hier können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen Nokian, Olofors und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch. Des Weiteren können wir konfigurieren das Schild. Entweder gibt es die Version ohne Schild und einmal mit Schild. Und zwar ist es dieses Schild hier vorne. Dann kann ein Schutz hinzugefügt werden, also der Kabinenschutz hier. Hier vorne an der Front und hier an der Frontscheibe. Dann gibt es hier einen Bogielift, der noch hinzugefügt werden kann. Das ist das hier. Dann gibt es die Kapazität, schmaler Rugenkorb, großer Rugenkorb, schmaler Rugenkorb. Dann gibt es die Motorenausführung, die 1110er mit den 197 PS. Dann haben wir die 1210er mit 212 PS, die 1510er mit 223 PS und zurück geht's zu der Standardversion. Wir kommen gleich zu der nächsten Forstmaschine und zwar ist das die John Deere 1270 G-Serie. Kommt von Woodcraft Modding. Downloadgröße 28,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Maschine hier mit einer Leistung von 268 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 23 Litern DEF, 23 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht 23 Tonnen. Der Preis 437.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Olofors und Trelleborg. Das Design kann geändert werden mit einem Heckschutz oder mit einem Kabinenschutz, einem vollen Schutz oder zurück zu Standard. Dann gibt es die Kapazität, kann gewählt werden zwischen dem Standardtank und dem Zusatztank, der dann das Tankvolumen auf 480 Liter anwachsen lässt. Das sind die Konfigurationsmöglichkeiten, die wir hier zu haben. Die nächste neue Mod heißt Fendt Carco Pack und zwar kommt dieser von Bayern Agrar. Downloadgröße 13,09 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit vier verschiedenen Einheiten. Einmal dem Carco 4x, dem Carco 5x, der Universalschaufel und dem Ballenspieß. Wir schauen uns mal den einen Carco 4x an, 4x an. Und zwar kommt diese mit einem Gewicht von 790 Kilogramm, braucht 110 PS und kostet 11.000 Euro. Das Design kann geändert werden zwischen dem Carco 4X und zwar dem 80er und dem 85er und dem 75er Design. Also hier haben wir drei verschiedene Versionen. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, die Farbgebung zu ändern. Und zwar haben wir hier die klassischen Fendt-Farben, also von den Fendt-Grüns bis zum Fendt-Petrol. Dann haben wir Rot, Schwarz, Weiß oder Grau und Orange. Dann haben wir den Carco 5X. Das ist das mehr oder weniger dasselbe hier. Der braucht aber 140 PS, also für die mittleren und größeren Traktoren gedacht. Wiegt auch 790 Kilogramm und kostet 14.325 Euro. Auch hier gibt es verschiedene Optionen, wobei hier ich auch nicht erkennen kann, was der Unterschied ist. Die Farbpalette ist natürlich dieselbe wie bei dem vorhergehenden Modell. Dann haben wir die Universalschaufel mit einem Volumen von 1450 Liter, dem Gewicht von 351 Kilogramm und dem Preis von 2119 Euro. Auch hier gilt dieselbe Farbpalette natürlich. Dann haben wir den Ballenspieß. Der wiegt dann 250 Kilo, kostet 1395 Euro und ist natürlich gedacht zum Ballen aufspießen. Dann gibt es hier die Option von drei Spießen und zwei Spießen. Und die Farbpalette ist wie ex aequo wie vorhin.
Die nächste neue Mod heißt Fendvario Package und zwar kommt dieses von Bayern Agrar, Downloadgröße 58,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit sage und schreibe 5 verschiedenen Traktoren und zwar zum ersten den 200er V Vario. Der kommt mit einer Standardleistung von 79 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 68 Litern und 16 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 40 km/h und ein Gewicht von 3,2 Tonnen. Der Preis 77.000 Euro in der Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Wredestein und Trelleborg. Dann kann ein Dachdisplay hinzugefügt werden und zwar betrifft es hier das Innendach. Hier wird ein Display hinzugefügt. Das ist dieses oder ohne. Dann gibt es Ausstattungslinien und zwar entweder die Power Setting 2, Profi Setting 1, Profi Setting 2, Profi Plus Setting 1, Profi Plus Setting 2. Und zurück zum Power Setting. Und das ist das hier, was es hier verändert. Hier gibt es verschiedene Hebel dann in dem einen oder im anderen Fall. Dann kann natürlich hinzugefügt oder entfernt werden der vordere Kotflügel, entweder ja oder nein. Dann kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden und zwar rechts. Und diese Rundumleuchte ist klappbar oder dann keine Rundumleuchte. Dann gibt es bei den Motorenausführungen die 207er Vario, das ist die mit 79 PS. Dann gibt es die 208er V Turbo V Vario mit 84 PS, die 209er mit 94 PS und die 210er mit 104 PS. Dazu haben wir sogar noch die Variante vom 211er mit 114 PS. Die Farbpalette ist natürlich wie vorhin schon gesehen, bei den Frontladern ist es genau dieselbe Farbpalette hier, die hier zur Auswahl steht. Als nächstes haben wir natürlich den 300er Vario, der kommt standardmäßig mit 113 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 210 Litern, 23 Litern DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und dem Preis von 107.500 Euro. Das Gewicht 5,2 Tonnen. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein, Nukin Tires und Trelleborg. Das Design hier kann geändert werden. Hier Federhalter oder Haubenschutz oder nein. Also das müsste dann hier sich zu sehen sein. Okay, das ist dieses Teil hier, was sich hier dann entsprechend quasi hinzufügt. Dann haben wir das Designpaket Chrom oder Standard. Dann zudem haben wir das Dachdisplay, das haben wir schon vorhin gesehen. Das wird dann hier auf der Seite angezeigt. Dann haben wir auch hier wieder die Power Settings, also hier ist zu achten auf diesen Bereich hier, Power Setting 1, Power Setting 2, Profi Setting 1, Profi Setting 2 und so weiter geht das hier durch diese Settings. Natürlich auch hier der Kotflügel vorne kann hinzugefügt respektive entfernt werden, Warntafeln kann hinzugefügt werden auf der hinten, auf der linken und rechten Seite. Dann haben wir auch hier die Position der Rundumleuchte hier in der linken Variante, der rechten Variante oder beide Varianten. Und zwar sind die wieder umklappbar. Dann haben wir auch hier die Möglichkeit, den Frontlader zu wählen zwischen Quickie Hauer und natürlich dem Fendt. Die Motorenausführung haben wir die 311 mit 113 PS, die 312 mit 123 PS. Dann haben wir die 313 mit 133 PS. Die 314 mit 142 PS und dann geht es wieder zurück. Die Farben, die werde ich nicht nochmal erklären, weil es ist überall dieselbe Farbpalette. Dann haben wir den 700 Vario und da kommt standardmäßig mit 150 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 38 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit bei 8,1 Tonne und den Preis von 162.000 Euro. Auch hier sind wahrscheinlich die Reifenhersteller wieder die Standard, also Michelin,
Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukins und Trelleborg. Dann haben wir hier Frontbauanteile, können wir gewählen zwischen Federhalter, auch hier Haubenschutz und natürlich die Front oder natürlich die Option Nein. Designpaket haben wir auch hier, die Chrom-Version mit dem, zwar mit dem Auspuff hier oder oben auch hier vorne oder Standard. Das Dachdisplay wird natürlich auch hier wahrscheinlich seitlich dann befestigt, das ist dem auch so. Dann haben wir dieselben Power Settings wie vorhin, also die gehe ich nicht nochmal durch. Dann können auch hier der Kotflügel hinzugefügt oder entfernt werden. Die Warntafeln können auch angebracht werden. Die Rundumleuchten haben wir dieselbe Option wie vorhin, auch klappbar. Und wir haben den Frontlader-Anbau, der gewählt werden kann zwischen Fit and Fend, Power oder Quickie. Und die Motorenausführungen haben wir den 714er mit 150 PS, den 716er mit 171 PS, den 718er mit 188 PS, den 720er mit 209 PS, den 722er mit 228 PS und den 724 mit 246 PS. Dann gehen wir zum 900er, der kommt standardmäßig mit 296 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 625 Litern, 70 Litern DEF, 60 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 11,5 Tonnen. Der Preis 280.000 Euro. Da diese Konfigurationsmöglichkeit sich überall ähneln, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Werde jetzt hier nur die Motorenvarianten noch durchgehen. Also wir haben die 930er Version mit 296 PS, die 933er Version mit 326 PS, die 936er Version mit 355 PS und dann haben wir noch die 939 mit 385 PS. Auch hier gibt es noch eine Version obendrauf und zwar ist das die 942 mit 415 PS. Der letzte im Paket ist natürlich der Fendt Vario 1000 und zwar mit einer standardmäßigen Leistung von 396 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 800 Litern, 85 Litern DEF, eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h und dem Gewicht von 14,1 Tonne. Der Preis 329.000 Euro. Auch hier gehe ich nicht alle Details nochmal durch, sondern werde mich darauf konzentrieren, die Motorenausführung zu kennen und Ihnen das so nahe zu bringen. Wir haben also, wie gesagt, standardmäßig die 1038er mit 396 PS, dann haben wir die 1042er mit 435 PS, die 1046er mit 476 PS, die 1050er, die kennen wir alle, mit 517 PS. Auch hier die Farben, auch hier die Farbauswahl ist dieselbe wie bei den anderen Trecker, die wir bereits gesehen haben. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar ist das der Brandner TR 30800. Kommt von Agra Modding, Downloadgröße 4,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper standardmäßig mit einem Volumen von 33 Kubikmetern, einem Gewicht von 6,9 Tonnen. Maximalem Zuladegewicht von 36,1 Tonne und kostet 33.000 Euro. Hier haben wir die Möglichkeit, die Konfiguration zu erweitern, und zwar von Standard zu Mitaufbau, was das Volumen zu 43 Kubikmetern anwachsen lässt und natürlich zurück zu der Standardversion. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Und bei den Farben haben wir mehr oder weniger die Standardpalette zum Auswählen und die Felgenfarbe ebenso. Wir kommen zum HTZ 17221 von R. Michael. Downloadgröße 54,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 180 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Litern, eine Maximalgeschwindigkeit bei 45 km/h und kostet 45.000 Euro. Die Anhängerkonfiguration kann geändert werden auf Front mit Zapfwelle und Standard. Das heißt also vorne haben wir noch einen Dreipunkt und eine Zapfwelle dran. Die Reifenhersteller, da will ich mich gar nicht versuchen. Also gibt es hier diese, dann gibt es Michelin und wieder diese.
Dann bei den Reifenvarianten gehe ich mal kurz durch. Da gibt es nichts Besonderes, also Doppelbereifung und so weiter. Dann gibt es die Kotflügel aus Metall oder aus Plastik. Bei der Motorenausführung haben wir die 23.6D3 mit 180 PS. Dann geben wir die 2.38 KMZ3 mit 240 PS und zurück zu der vorherigen Variante. Auch hier besteht die Möglichkeit, ein GPS hinzuzufügen. Die nächste neue Mod heißt Krüger TAW Package, kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 10,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit zwei Anhängern, und zwar einmal den TAW 20 mit einem Volumen von 34 Kubikmetern, einem Gewicht von 8,2 Tonnen und dem Preis von 42.000 Euro. Die Reifenhersteller können hier gewählt werden zwischen Michelin und Fredestein und Trelleborg. Das Design kann geändert werden, entweder mit Warnstreifen unten, Warnstreifen oben oder beide Warnstreifen oder keine Warnstreifen. Dann gibt es die Möglichkeit, hier noch eine Abdeckung hinzuzufügen, die dann so ausschaut. Und natürlich das Nummernschild kann hier hinzugefügt und geändert werden. Dann gibt es den zweiten im Park, ist der TAW 30. Kommt mit einem Ladevolumen von 45 Kubikmetern, einem Gewicht von 10 Tonnen und dem Preis von 56.000 Euro. Hier gibt es dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim vorherigen Modell. Praktisch bei diesen Hängern ist, die kippen sich nicht nach oben, sondern die schieben die Ware hinten raus. Die nächste neue Mod heißt LDG 10, kommt von Dimash, Downloadgröße 7,6 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Scheibenecke mit dem Gewicht von 2,5 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 10 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 21.000 Euro. Hier kann hinzugefügt werden die Option 2, und zwar betrifft es hier die Aufhängung der Räder. Dann Auswahl der Stützräder kann hinzugefügt werden, die Option entweder mit dem Hartplastik oder mit den bereiften Variante. Und die Farbe kann gewählt werden zwischen hellgrün, helles Rot, grün, blau und mattes Rot. Der Marston Ace 10 1993 kommt von Matzix, Downloadgröße 21,63 MB in der Version 1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Hänger standardmäßig mit einem Füllvolumen von 14,5 Kubikmetern, einem Gewicht von 3,2 Tonnen und dem maximalen Zuladegewicht von 14,8 Tonnen. Der Preis 12.500 Euro. Die Konfiguration ist entweder auf Getreide gestellt oder auf Silageseiten. Das wäre also diese Version hier, würde dann das Volumen auf 27 Kubikmeter anwachsen lassen. Dann kann entschieden werden, ob diese Silageseiten dann links ein Brett dazu hat oder rechts das Brett noch dazu hat oder beide Bretter. Beide Bretter würden dann das Volumen auf 29 Kubikmeter anwachsen lassen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT und Trelleborg. Dann gibt es die Rahmenfarbe, die kann geändert werden, und zwar Standard Grau, Standard oder Grau. Dann können hier vorne oder hier hinten dann noch Leitern angehängt werden, entweder linke Leiter, rechte Leiter oder beide Leitern. Dann gibt es die Option einer Rundumleuchte und die würde sich hier dann hier hinten befestigen. Dann kann die Marke geändert werden von Marston zu Massey Ferguson, Salop, Griffith, Watson und keine Marke. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette, die Designfarbe aus der Standardpalette, welche erweitert worden ist. Und die Felgenfarbe, da haben wir hier diese kleine Palette hier, die ausgewählt werden kann. Die nächste neue Mod heißt Kartoffelpalette, kommt von Happy Molle, Downloadgröße 73 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Diese Kartoffelpalette kommt geladen mit 2000 Litern Kartoffeln und dem Preis von 850 Euro. Diese Kartoffeln können verwendet werden zum Füttern von Schweinen oder zum Befüllen von Legemaschinen, das heißt zum Säen oder Setzen von Kartoffeln für die Aussaat. Dieses orangene Ding, das ist die Lizard Doppelpalettgabel, und zwar kommt diese von Dutch Modding Inc. Downloadgröße 0,91 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese so daher: Das Gewicht ist 250 Kilogramm, Arbeitsbreite 2,40 Meter und kostet 1200 Euro. Hier kann entschieden werden, an welches Gerät dies angeschlossen wird: entweder Teleskoplader, Frontlader oder Dreipunkt. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette, und das ist eigentlich alles zu diesem Gerät. Wir kommen zum Fortschritt ZT320 oder 323A Series von AAA Modding. Downloadgröße 26,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit zwei Versionen, und zwar zum einen die ZT323A. Was diese Version ist, kommt mit einer Leistung von 100 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 200 Litern, 35 km/h Maximalgeschwindigkeit und dem Gewicht von 5,8 Tonnen. Der Preis 55.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf entweder braun, grün und wieder zurück zu Standard. Die Abdeckung kann hinzugefügt werden oder nicht. Das ist also hier die Motorhaube, die sich da verändert. Dann kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden, und zwar gleich beidseitig. Dann kann der Kotflügel vorne entfernt werden. Dann kann der Kotflügel hinten noch verlängert werden. Dann gibt es die Option des Warnschildes auf beiden Seiten. Anhängerkupplungen können gewählt werden von Standard zu automatische Schleppvorrichtung und zurück zu Standard. Des Weiteren kann die Reifenvariante geändert werden von Standard zu Radgewichte und so weiter und so fort. Dann kann natürlich die Felgenfarbe geändert werden zwischen weiß, hellgrün und natürlich dem Gelb. Dann kommen wir zu der ZT320A Series. Das ist diese hier. Ich glaube, das ist die zweiradbetriebene Version. Kommt ebenfalls mit der Leistung von 100 PS, wird ebenfalls manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 200 Liter, 35 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht 4,3 Tonnen. Der Preis hier 55.000 Euro. Alle die Konfigurationsmöglichkeiten, die hier auch vorhanden sind, ist genauso wie beim vorherigen Modell. Deswegen gehen wir das nicht nochmal durch. Wir kommen zum nächsten Gerät, und zwar ist dies der Unia Gruciac 3 von Heistel Mods. Downloadgröße 4,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 288 Kilo, braucht 45 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,10 Meter und arbeitet bei 11 km/h. Der Preis ist interessant, 900 Euro. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus dieser Vintage-Palette und die Designfarbe ebenso. Wir kommen zum Kipperpack. Das kommt von Genamsk. Downloadgröße 45,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Kipperpack mit dem 745C Kipper. Der hat eine Leistung standardmäßig von 511 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 795 Litern, 159 Litern DEF, 56 km/h Maximalgeschwindigkeit, ein Ladevolumen von 50.000 Litern, dem Gewicht von 18,4 Tonnen und dem Preis von 180.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Nukin, Mitas und Trelleborg. Dann die zweite Variante ist die 725er Serie mit der Standardleistung von 309 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 795 Litern, 159 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 57 km/h,
maximales Zuladegewicht oder Füllmenge für das Schüttgut ist 25.000 Liter. Das Gewicht bei 23 Tonnen und der Preis bei 180.000 Euro. Die Reifenauswahl hier ist dieselbe wie beim vorhergehenden Modell. Wir kommen zu dem nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese TMR Mischstation, kommt von Happy Mole, Downloadgröße 7,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar macht diese Mischstation natürlich die Mischration aus Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh, genauso wie die Standardmischung lautet. Hier kann das kann also hier eingefüllt werden, die drei Komponenten, und entsprechend kann dann hier das Mischfutter hier entnehmen. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das das Gärsilo Paket, kommt von Hungry Cow Design, Downloadgröße 3,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese zu finden in dem Baumenü, und zwar nicht wie zu erwarten unter Fabriken, sondern unter Silos. Dann haben wir hier das kleine Stabsilo, das große Stabsilo und das Stahlsilo. Das sind aber eindeutig diese Produktionsstätten. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Ich glaube, das müsste geändert werden in der Kategorie zu der Fabriken. Auf jeden Fall ist es dieses hier, das kleine Stabsilo. Eine Kapazität von 338.000 Litern, den Preis von 60.000 Euro, Unterhalt 35 Euro pro Tag und Produktionsgeschwindigkeit 7.500 Liter pro Stunde. Das mittlere oder große Stabsilo ist dieses hier, hat einen Preis von 100.000 Litern, hat einen Preis von 100.000 Euro, eine Kapazität von 565.000 Litern, dem Unterhalt von 50 Euro und die Produktionsgeschwindigkeit von 10.000 Litern pro Stunde. Dann gibt es noch das Stahlsilo, das ist dieses hier. Das hat eine Kapazität von 925.000 Liter, dem Preis von 200.000 Euro, dem Unterhalt von 80 Euro pro Tag und die Produktionsgeschwindigkeit von 20.000 Litern pro Stunde. Das war's schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat diese Mod-Vorstellung gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch den Daumen da. Holt das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen dieser Art verpassen. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen im Livestream um 18 Uhr am Donnerstag. Bis denne. Danke, tschüss und hasta luego.